Was ist, Jamie? Willst du ein Bier? Ein Bier? Ja. Okay, ja, ich nehme gerne eins, ja. Nimm ein Bier. Hilfe! Ich bin gerade ein bisschen am Planen, hier, am Schauen, was. Weißt du, wieder mal, wir müssen doch auch wieder mal ein bisschen Geld verdienen. Jetzt, für das ganze Bier, ja, das, so hat wenig gekostet, Geld. Das hat auch gekostet. Das ganze Bier. Das hat 50 Millionen gekostet, drei Dosen. Ja, eben. Und von dem müssen wir jetzt wieder mal ein bisschen Geld verdienen. Muss ich wieder mal ein bisschen Geld verdienen? Und wenn du jetzt gerade da bist, kannst du mir gerade helfen. Du bist halt ein Geringverdiener, ja. Ja, du bist halt ein Geringverdiener. Ich ja, ich weiß. Großverdiener. Ja. Das ist Standard, ja. Ja. Hey, ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt ein bisschen Welle machen. Ja, also, man sieht sich im Spiel, Leute, bis dann. Sehr sicher. Also, Jamie, das Wichtigste ist schon mal das, du schickst nicht mehr mit. Nein. Also, stark halt, man kann es nochmal wieder anhängen. Nein! Jamie, nein, das ist das Blödste hier. Man kann es nicht mehr anhängen, wenn man etwas nimmt. Oder? Das ist sehr blöd. Also, als Aufgabe haben wir. Finde heraus, um welche Art von Geist es sich handelt. No shit. Bringe den Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Nimm Kerze mit. Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungsmelders fest. Finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für Übernatürliche. Für das Übernatürliche. So, ich nehme EMF also, und eine Kerze. Ich habe EMF und Kerze. Und das Kruzifix liegt übrigens hier unten. Brennt sie schon? Brennt sie schon, ja. Kerze? Okay. Ich lege das Kruzifix hier vorne auf den Tisch. Liebe Leute. Leute von heute, mit Sorgen von morgen. Digga, neue Animation. Okay, ich sehe unser LKW von außen sonst noch gleich aus. Ja. Also ich würde es fühlen, wenn wir wenigstens ein Logo da drauf hätten. Die Ghostbusters, alle. Alle. Also man kann jetzt einmal mit dem ganzen LKW herumlaufen. Das ist geil. Hat man bis jetzt nicht können. Okay. Kann man auch einsteigen? Da. Jamie. Hey. Ja dann, hä? Also wir haben fürs erste Zeugs. Dann würde ich sagen. Let's go. Wir haben jetzt das Prison. Prison. Wir müssen den verstorbenen Prison. Alfred Hitchcock. Nein, klar. Ja. Und ich muss wie sagen, heißt der Geist? Ist für mich. Also, die liebe Holly Anderson. Leute, schreibt jetzt in den Kommentar, wenn ihr etwas dagegen habt, mir eine Million zu zahlen. Oh shit! Und schreibt etwas in den Kommentar, wenn ihr etwas dagegen habt, mir eine Million zu zahlen. Also, wenn ihr es nicht schreibt, ist nächste Woche auf meinem Konto 61 Millionen. Und auf seinem Konto ja auch. Nein, eine ist von mir. 60 Millionen. 60 Millionen. Okay. Wir beginnen mal ganz einfach da vorne. Da ist, glaube ich, so ein Zimmer. Mit Handschuhe. Oh, das sind die Handschuhe. Aber Akte. Holly! Tada! Der Knochen. Nein, ich habe die Kamera nicht mitgenommen. Fuck. Ja, aber wir wissen ja, was ist. Es ist direkt am Eingang da. Ist egal. Okay, hier ist es recht warm, sogar sind es 21 Grad. Drin. Also, ich würde sagen, bevor wir hier in den Gefängnistrakt gehen, gehen wir oben schauen, oder? Ah, ja, finde ich gut. Hey, Gefängnistrakt ist nämlich immer so das, wenn du dort gekantet wirst, dann bist du einfach generell schon mal am Arsch. Bis jetzt hat der EMF-Reader noch gar nichts gesagt. Nein, gar nichts. Okay, da ist es. Aus irgendeinem ist hier hell. Der Boden ist hell ohne Taschenlampe. Das ist schon mal sehr sass. Vielleicht ist Holly auch eine vom Büro gewesen. Vielleicht ist Holly auch ein A, hä? Hast du schon mal nach seiner Sexualität? Sorry. Ich hate ihn zu Tode. Holly, gib uns doch mal ein nettes Zeichen. Sag uns ein doch, dass du von jetzt an immer das Licht wirst anmachen. So, damit wir es schöner haben. Holly, sei bitte nett. Okay, da jetzt noch ein Zimmer und dann geht's schon. Holly, du geile Tante. Ja. Okay, da ist der Gefängnistrakt da vorne, oder noch nicht? Ich will nicht. Ich will jetzt wirklich nicht lügen, ich kann. Du hast Angst. Ein mulmiges Gefühl? Ja, ich würde es auch so ausdrücken. Ein mulmiges Gefühl? Jo, komm mal, der halbe Wald reist zu diesem Teil da. Nein, es ist einfach so. Okay, wir sind jetzt draußen. Nein, das ist schon drinnen. Aber wir sind auf einem Balkon. Aber. Ja, aber das ist geil. Ich bin noch nie in Phase auf dem Balkon gesehen. Das Ding ist, wir sind doch damals vor Jahren, wo wir das auch gespielt haben, hier,
Ist aber immer noch ein bisschen einfacher gewesen. Dann sind wir nämlich im zweiten Gefängnisgebäude gewesen. Sind fast umgebracht worden, haben es irgendwie, frag mich nicht, wie rausgeschafft. Dann sind mit einem Herzinfarkt einfach durch die ganze Map gerannt, dem Geist weggerannt. Und da muss halt auch noch rennen können. Richtig rennen. Oh, alle Leute, jetzt Handschellen auf dem Bett. Alle, die haben sich richtig Holly getrieben, Mann. Holly. Das ist Holly, ja, ja, so ja, ja. Ein, Alter. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt raus. Und die Kamera macht von dem ein Foto. Wir gehen heim. Hey, safe, nochmal! Nein! Du weißt, wenn wir jetzt würden abstellen könnten, so instant eine Karte hochladen. Ja, aber ich hatte manchmal schon Bock, so in echt in ein Lost Place zu gehen. Ich nicht. Bock habe, ein bisschen, das ist ein bisschen bevor ich Phasmophobia gespielt habe. Gesehen. Weil. Also. Seit Phasmophobia Gesicht halt anders. Oh, Scheiße, Mann! Ja, wenigstens handelt sie nicht. Jamie, gute Nachrichten. Sie antworten nur auf Personen, die alleine sind. Und die guten Nachrichten da dran sind, ich kann da bleiben. Das Kruzifix wäre da. Aber du nimmst auf, also du musst reingehen. Nein! Du nimmst auf, Cedric. Nein, siehst du schon. Ach je. Cedric. Was machen wir unter dem Baum? Wir schmeißen es jetzt zu deinen fort, komm, Jamie. Also gehen wir kurz genug. Wir sind wieder da, kannst uns umbringen, kannst jagen, mir ist egal. Ich habe das Piepen gehört. Sie sind auch beim Eingang. Oha, Ehrenfrau. Ehrenfrau. Mir wäre es am liebsten, wenn sie gar nicht da ist. Man. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann irgendwas piepen. Also ich fahre gar nicht so abweichend, wie du es sehr kalt. Also dann komm. 3,8 Grad. Ja, also dann komm, Mann. Was stehst du denn noch allein rum? Ich muss die Kerzen aufstellen. Jamie, umkehren. Wir stellen sie hier in den Eingang führen. Einfach schnell rein sprinten und dann wieder raus. Ich gehe hier nicht mehr alleine, weil. Nein, wirklich. Ja, ich bin hier. Du musst auch mit reinkommen. Weil ich. Weil du innen nicht. Du musst innen. Oh ja. Nein! Jetzt ist sie ausgegangen. Bist voll der Flex. Also dann tun wir einfach alles am Anfang mal anlegen. Aber mal alles da anschmeißen, Alter. Ja, wir haben sonst auch noch zwei Camcorder. Und einen von denen können wir ja so platzieren, dass wir gar nicht rein müssen. Ey, das wäre eigentlich echt schlecht. Vor allem, wenn er jagt. Kannst du mir nicht sagen, dass die so abgefuckt über uns ist? Komm, also wirklich. Haben bis jetzt überhaupt schon irgendeinen Hinweis? Nein. Ja, doch, komm, Geisterbox reden. Soll ich schon mit ihr reden? Ja, also du musst, weil du bist der Chef da, wo am Aufnehmen ist. Mit der weißen Tür, die offen ist. Alles zu, ich weiß nicht. Ja. Dann ja. Gehst du an, und wenn sie dann anruft, gehst du rein, machst die Tür zu und verschießt sie dann. Ich will nicht. Ich hab's schon. Also, dass du es machst, nicht, dass ich. Okay. Ich kann auch Drogen für dich, wenn du es geschafft hast. Das bin ich gesehen, du Gescheitling. Sie hat gerade Kerzen ausgemacht. Weiss die Kamera oben und nicht die Bombe. Schreib ins Buch. Okay, I'm watching. Und nein, es ist nicht der Geist. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Jamie, die sagt nichts. Die hat einfach nichts gesagt, Mann. So ein Verrückter. Meine fachlichen Ergebnisse aber haben gegeben, dass es nicht auf... dort ist. Hast du jetzt müssen das ganze Video vernichten? doch, sie der ganze Zweck vom Video. Also meine Meinung ist sie entweder im rechten oder im linken Zellenblock. Weißt du, was und das ich heißt? Habe eine neue Vermutung aufgestellt. Und zwar bist du draußen auf dem Pausenhof. Bist glaube ich auch sicher. Weil dort sind grüne Türen. Und ich glaube, die grünen Türen heißen, ist so der Treppe. Ja, aber ist ganz außen nach innen. Und da du außen eigentlich safe bist. Aber dort sind aber auch noch rote Türen. Das sind Fenster. Ja, viel Spaß. Ja, was viel Spaß mal? Schau mir gehen, hallo? Wieso? Du bist doch der aufnehmen will. Ja, aber du bist der, der will sterben.
das noch niemand gesagt. Also ich habe sehr viele Sachen zum Verlieren und du willst nichts zum Verlieren. Also ich weiß nicht, wer du sterben willst. Ja, Leute, dann machen wir es so. Der Mühlenbach opfert sich wieder mal. Okay, ich habe noch freien Platz. Aber da nehme ich lieber den EMF wieder mit. Willst du nicht zum freien Platz? Also was hast du jetzt alles dabei? Du hast die Taschenlampe? Der Camcorder. Wie du nicht anschalten? Ah. Wenn du draußen bist, geht automatisch an. ich mag die Frau oder den Mann. Weil ja, die Hand weißt, nur dann, wenn wir nicht drinnen sind. Wenn wir drinnen sind. Wenn du drinnen bist, weiß ich gar nichts. Ja. Schau, jetzt geht es wieder rauf. Ich bleib noch kurz da. Erik, das letzte Foto von dir. Perfekt. das letzte lebendes Foto. Belast. Erik. Ja. Viel Spaß. Danke. Jamie, ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Wir sehen uns bei den Toten wieder. Ich dir auch. Ich will unser EKW dann verkaufen und kaufen dann wieder davon. Mach das. Dann man sieht sich. Bye-bye. Liebe Leute, wir wagen jetzt das hier rein in 3, 2, 1. Los. Jamie, ich hab's geschafft! Ja, also dann eben, ich würde so durch einen anderen Zellentrakt wieder zurücklaufen, du kannst mich lotsen. Und wenn während dem nichts passiert und ich wieder bei dir bin, dann tun wir einfach irgendetwas auswählen. Wie fändest du das? Ja, und vor allem wenn es der Zünder nicht ist, dann ist sie definitiv eher im vorderen Bereich als in deinem Bürozimmer und so weiter. Also nicht. Mach mir bitte keine Angst, danke. Bringt mich jetzt einfach den letzten 10 Meter um. Du den Berg. Okay, warte, der kommt. Fotoshooting. Schau, hat es überlebt. Ah. Gut. Liebe Leute, wir haben jetzt hier beschlossen, dass es ein Shade ist. Da ein Shade Er ist Slim Shade. Er ist eben ein sehr ein scheuer Geist. Wegen dem würde es Sinn geben. So, hast du es eingegeben? Ich habe es eingegeben und ich würde sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dass ja, nichts passiert Dankeschön. Ist und wir tun jetzt so Tore schließen. Ja. Und wir haben das ganze Müllzeug auf dem Boden hier, wie Salz. Hoffen wir, dass es auch richtig wird. Welcome back. Like for bed. Okay, es war ein Gorio. Ein Gayro. Wir haben 15 Dollar verdient. Das ist mir genug als genug. Ei, ei, ei. Haben wir nicht 15 Dollar, haben wir 15 Punkte. 15 Dollar einfach. Gut, hey. Also damit würde ich sagen, der liebe Brudi hat das letzte Wort. Brudi, was sagst du dazu? Finde ich auch. Das ist komplett wow. So. Es ist so aussagend. Und damit yeah. Würde ich sagen, wir haben den letzten Jumpscare vor dem Schluss. Ja. Ei. Ei. Jamie, ist okay, wenn jetzt das Auto kommt? Outro. Auto kommt in 3, 2, 1, 2, 1.